Für die Aktienmärkte gilt das Grundprinzip. Gibt es viel Liquidität, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die Aktienkurse steigen. Gibt es wenig Liquidität oder fällt die Liquidität, dann müssten normalerweise Aktienmärkte fallen. Die Flut hebt alle Boote, aber wenn die Flut dann praktisch der Ebbe weicht, sieht man, wer nackt gebadet hatte. Dieser Satz bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Und wir haben derzeit die Situation, dass die Liquidität massiv abgenommen hat, dass die Financial Conditions, etwa durch steigende Kapitalmarktzinsen plus dann eben die Bilanzreduzierung der Notenbanken, deutlich sich verschärft haben. Aber die Aktienmärkte trotzen diesem ganzen eigentlich sehr ungünstigen Szenario, und möglicherweise stehen wir nach den morgigen Arbeitsmarktdaten aus den USA vor einer Rallye aus bestimmten Gründen, bevor es dann wahrscheinlich unangenehm wird für die Aktienmärkte, weil sie diesem Liquiditätsthema, dem Treibstoff der Märkte, dann Tribut zollen müssen. Du kannst ein Auto nicht fahren, zumindest wenn du einen Benziner hast, der dann keinen Treibstoff mehr hat. Das bringt das vielleicht genau auf den Punkt. Schauen wir uns die Dinge mal an. Der S&P 500 steht gemessen an der globalen Liquidität um und bei 20 Punkte zu hoch. Schauen wir uns diese globale Liquidität mal an. Gemessen an der Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, EZB und der Fed. Hier sehen wir, diese globale Liquidität ist deutlich rückläufig, normalerweise also nicht so wirklich gut, und sie ist deutlich gestiegen, als die Märkte ihre Allzeithochs erreicht hatten, im Gefolge von Corona-Senkung der Zinsen auf Null und Flutung mit Liquidität der Wirtschaft und der Märkte. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen dem S&P 500. Das ist hier der hellere Index, der höher steht hier, und der globalen Liquidität. Würde das 1:1 laufen, und normalerweise läuft es relativ parallel. Das Ganze hat sich aufgelöst im März mit der US-Bankenkrise, als die Fed, ja, und da sehen wir, dass dieser rote Chart hier mal kurzfristig nach oben geht, als die Fed ihre Bilanzsumme wieder ein bisschen ausweitete. Aber dann ist diese Bilanzsumme wieder nicht nur der Fed, sondern auch der EZB vor allem, wie auch der Bank of Canada, wie auch der Bank of England deutlich gefallen, aber die Aktienkurse sind zunächst mal weiter gestiegen. Jetzt haben wir so eine kleine Korrektur gehabt, aber das Gap ist nach wie vor riesig. Also zwischen der globalen Liquidität und dem S&P 500 wäre oder würde das 1:1 laufen, dann müssten wir, wie hier dieser Twitter-Kommentar sagt, etwa 880 Punkte tiefer stehen. Das wäre so im Bereich 3380 Punkte wären um und bei Pi mal Daumen 20%, die wir hier zu hoch stehen. Das mal vorab. Dennoch können wir morgen eine Rallye sehen, die sich gewaschen hat. Warum, werde ich gleich zeigen. Heute zunächst mal sehen wir leichte negative Kurse, war schon teilweise negativer, gerade im Nasdaq. Warum? Wir sind derzeit Arbeitsdaten getrieben. Wir hatten am Dienstag die JOLTS. Die waren viel besser als erwartet. Märkte abverkauft, weil man sich gesagt hat, starker Arbeitsmarkt heißt, die Zinsen lange hoch, wird die Fed nichts machen können. Dann hatten wir gestern den ADP-Arbeitsmarktbericht schwächer. Also Aktienmärkte hoch, Renditen runter. Hoffnung, die Fed kann die Zinsen senken. Heute hatten wir die US-Erstanträge, die waren wieder ziemlich stark. Und so sehen wir hier diese leichte negativen Vorzeichen. Hier sehen wir mal die Erstanträge, 207.000. Das sind somit die geringsten Werte eigentlich, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Auch die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, sehr stark. Und hier sehen wir mal gestern oder in dem obigen Chart den Vergleich zwischen dem ADP-Arbeitsmarktbericht und eben dann den, hier sehen wir praktisch, was nach unten ging, sind die Zahlen neuer Stellen im ADP-Arbeitsmarktbericht. Und wir sehen die starken Erstanträge, die wirklich auf sehr, sehr niedrigen Niveaus sind. Unten sehen wir dann nochmal die JOLTS am Dienstag und gestern den ADP. Die sprechen also eine ganz andere Sprache. Welche Sprache ist richtig? Das werden wir erst wissen bei den morgigen US-Arbeitsmarktdaten, die aus meiner Sicht chronisch unzuverlässig sind, weil Seasonal Adjustments, Birth and Death Model, was da also reingepusht wird letztendlich an verzerrenden Parametern, passt auf keine Kuhhaut. Und um die ganze Sache noch verwirrender zu machen, wir sehen einen deutlichen Anstieg der sogenannten Warn Notices, also der vermeintlichen Warnnotizen, aber eigentlich heißt das genauer Worker Adjustment and Retraining Notification. Das ist also dann, wenn größere Firmen
beschließen, zum Beispiel Filialen dicht zu machen, dann müssen Sie, wenn Sie mehr als 100 Angestellte haben, mindestens 60 Tage vorher praktisch die Arbeitnehmer informieren, dass sie genau das vorhaben, damit die dann sozusagen sich darauf vorbereiten können. Und wir sehen, das geht deutlich nach oben. The plot thickens, also das wird schwieriger, wie wir hier sehen. Auf der anderen Seite haben wir heute die Challenger Job Cuts gehabt. Hier sehen wir, es sind 47.500 Stellen entfallen im September. Im August waren wir noch bei 75.200. Gleichwohl ist der Wert jetzt auch nicht so ganz niedrig, aber auch hier also eher weniger Stress im Arbeitsmarkt, der ja so wichtig geworden ist für die Märkte, weil die Fed klar gemacht hat, naja, wir können die Zinsen erst wirklich senken, wenn der Arbeitsmarkt weniger eng wird. Und jetzt kommt noch dazu, schauen wir uns mal die Verluste etwa der US-Anleihen an. Wir haben es wirklich hier mit historischen Abverkäufen zu tun, was die Kurse dieser Anleihen betrifft. Ergo, die Renditen steigen. Also das hat es wirklich in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Gestern oder vorgestern war es sogar, da hat Jeff Gundlach, der Bond King, gesagt, also die Zinskurve, die entinvertiert sich massiv. Wir waren bei 108 Basispunkten, minus 108 Basispunkte, also über 1% zwischen der 2- und der 10-Jährigen. Jetzt sind wir so um und bei 30 Basispunkten, also nur noch minus 0,3%. Everyone is on, das ist eine Recession Warning, so sagt es Jeff Gundlach. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Jedes Mal, wenn wir invertierte Zinskurven hatten, und wir haben ja derzeit eine extrem invertierte Zinskurve, dann, wenn die dann sich entinvertierte, dann folgte wenig später eine Rezession, also Hard Landing, das zumindest sagen die Anleihemärkte. Und hier mal eine Checkliste von Top Investor Blog. Die sind da scheinbar sehr interessiert, das immer wieder zu sagen, von wem das ist. However, ich nutze das mal mit herzlichem Dank. Und hier sehen wir so eine Checkliste, welche Kriterien erfüllt sein müssen für eine Rezession, von Fed-Tightening über Inflation, Lending-Standards-Tighten, also die Bank-Kreditvergabe wird immer schwächer. Wir sehen, pardon. Immer wenn ich viel rede, muss ich viel husten. Wenn ich den Mund halte, ne, dann muss ich nicht husten. Ist derzeit der Fall. Jedenfalls sehen wir, dass auch die PMIs rückläufig sind. Also die Einkaufsmanager-Indizes, vor allem eben für das verarbeitende Gewerbe und so weiter und so fort. Das Einzige, was noch fehlt, ist eben Employment, also der Arbeitsmarkt. Damit wir dann auch wirklich das Häkchen bei der Rezession machen können. Und wir sehen hier zum Beispiel die High-Yield-Bonds, also die Achillesferse der Märkte, die Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Das ging eine Zeit lang richtig gut, war alles super suche. Jetzt aber sehen wir, dass hier die Kurse fallen, also die Renditen steigen für diese Junk-Bonds. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Stresssymptom für die Märkte. Gestern haben wir so eine Rallye gesehen mit den sich erholenden Aktienmärkten. Und generell gilt, naja, vielleicht muss die Fed ja wirklich umsteuern. Und wenn sie das tut, weil eben eine dicke Rezession kommt, dann ist das, wie wir hier aus der Vergangenheit sehen, meistens nicht die beste Nachricht für die Märkte, sondern die fallen in der Regel, wenn die Fed die Zinsen wieder senkt. Aber schon jetzt haben wir ja ein kleines Thema auch. Denn wir haben die Realrenditen, die sind extrem positiv. Das sind im Grunde die Kapitalmarktzinsen minus Inflation. Die sind immer positiver geworden. Wir sehen ja hier, sind sie invertiert, also praktisch genau andersrum. Da sind wir jetzt über 2%, normalerweise sehr negativ für die Aktienmärkte, weil damit die Alternativen immer deutlicher werden. Und hier sehen wir, dass jetzt diese Koppelung wieder stattfindet, etwa zwischen den Nasdaq-Aktien und den Renditen. Davon haben die Märkte gestern profitiert, weil nach dem ADP-Arbeitsmarktbericht eben die Renditen gefallen sind, dadurch die Aktien gestiegen sind. Und jetzt zum Beispiel so Berichte wie Nasdaq-Tech-Aktien trotz Zinsen als sicherer Hafen in der Rezession, wo also Analysehäuser hergehen und sagen, naja, pardon. Nächstes Mal ist auch ein Hustensaft davor. Jedenfalls Analysehäuser, die sagen, also ja, Tech ist doch viel weniger betroffen von einer Rezession, wer das glaubt. Okay, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind über 80% der Fonds sind übergewichtet in den großen Magnificent Seven, also in den Dickfisch-Tech-Aktien gewisserweise.
Also da besteht ein gewisses Klumpenrisiko und nächste Woche, Ende nächster Woche beginnt ja die Berichtssaison mit den US-Banken. Wir sehen strong Earnings brauchen die Bullen, also die brauchen jetzt starke Unternehmensdaten, aber wir sehen zuletzt gab es Negative Earnings Revisions auf der einen Seite und vor allem die Forecasts, die Earning Forecasts sind noch himmelhoch. Man geht also davon aus, 2023 $8 pro Aktie in den USA und 2024 da schon über $13 pro Aktie. Das halte ich für angesichts dieses wirtschaftlichen Umfeldes für extrem sportlich. Und jetzt zunächst also einmal das, was für deutlich fallende Aktienmärkte spricht. Heute Morgen hatte ich getitelt Aktienmärkte und Anleihen zwischen Rallye und Crash, weil ich gesagt habe, naja, es ist wirklich eine Rallye möglich und es ist auch ein wirklicher Absturz möglich. An den Absturz bei den Anleihenmärkten, den Crash bei den Anleihen haben wir ja schon gesehen. Da hat jemand kommentiert zum Beispiel, also die Börse könnte steigen, aber vielleicht auch fallen. Endlich mal jemand, der Klartext redet. Aber das ist die Gemengelage derzeit. Wir haben fundamental wahnsinniges Fallpotenzial auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, wie stark derzeit Put-Positionen dominieren. Hier das Put-Call-Ratio bei Equities, also auf einzelne Aktien, extrem hoch. Das sind schon Extremwerte, die wir derzeit sehen. Also die Player sind stark abgesichert in einzelnen Aktien und sie sind stark abgesichert insgesamt im Optionsbereich. Put-Call-Ratio war bei 1,50 gestern. Das gab es nur viermal in den letzten 5 Jahren. Also durchaus möglich, vielleicht wahrscheinlich sogar, dass wir da nochmal einen Short-Squeeze sehen, dass wir also nochmal steigende Kurse sehen, weil eben diese Short-Player dann ihre Puts erstmal eindecken, die ja oft auch Absicherungen sind. Also das ist die Gemengelage, mit der wir es hier zu tun haben. Noch, glaube ich, haben wir den Boden nicht gefunden. Dazu haben wir zu wenig Selling Pressure. Dazu haben wir noch keinen Washout, keinen Panikabverkauf. Der dürfte noch vor uns liegen, auch wenn wir zwischenzeitlich vielleicht dann nochmal eine Rallye sehen. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir, dass die beiden kritischen Wirtschaften der Eurozone, nämlich Deutschland und Frankreich, beide schon eigentlich in der Rezession sind, in Deutschland vor allem Manufacturing, Dienstleistungen jetzt gerade noch so an der Wachstumsschwelle. In Frankreich sind beide Dinge schon deutlich rezessiv. Jetzt hat Villeroy, der französische Notenbankchef, gesagt, ja, wir hoffen, dass wir die Zinsen nicht mehr anheben müssen. Also jetzt ist man schon so weit zu hoffen, die Zinsen nicht mehr anheben zu müssen. Hier sehen wir mal für Deutschland vor allem problematisch der Autosektor. Wir waren ja einst vor ein paar Jahren noch der Exporte-Weltmeister in Sachen Autos, das ist vorbei. Jetzt kommen die Chinesen immer stärker auf. Wir haben im Maschinenbau unsere Probleme, also in den klassischen deutschen Bereichen Autobau und Maschinenbau sind wir richtig zurück. Jetzt gucken wir mal an, was in den deutschen Medien nicht berichtet wird, aber hochinteressant ist, Russland brüskiert China mit hohen Strompreisen. Die haben die Strompreise für China erhöht. China ist der größte Stromabnehmer für Russland überhaupt. Die Russen müssen den Krieg finanzieren und sagen den Chinesen, jetzt müsst ihr leider mehr zahlen für Strom. Hochinteressant, was da passiert, kommt wahrscheinlich nicht in der Tagesschau, obwohl es so interessant ist. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Aktien brauchen starke Berichtssaison. Diese Grafiken, die ich Ihnen gezeigt habe, was da alles mit reinspielt, auch hochinteressant. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, bevor ich Sie dann in einen hoffentlich hustenfreien Feierabend entlasse, sind die Webinare mit André Stagge, die ich zusammen mit André Stagge mache. Das erste am 1. November, dann 16., 14. und 11. Januar. Sie können sich das aussuchen, wenn Sie einmal angemeldet sind. Den Link packe ich Ihnen unten rein. Können Sie an allen 4 teilnehmen, wenn Sie masochistisch veranlagt sind. Ja, aber meistens, es dürfte sich abspielen um 19 Uhr an diesen jeweiligen Tagen. Suchen Sie sich einfach einen Tag aus, melden Sie sich an. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Der Link unten, sowie die 2 Empfehlungen zu den Artikeln. Ich sage jetzt Servus und Ciao.